They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. Cause it's your life. Rewind. Cause you're a royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Willkommen in der Welt der Ever After High, liebe Freunde. Heute möchten wir euch von einem ganz besonderen Ereignis erzählen. Einem Thronfest. Ein schulfreier Tag, an dem sich die Schüler der Ever After High von ihrer besten Seite zeigen. Und alles beginnt mit einer großen Thronfestparade. Und nicht zu vergessen, auch die Buchballmeisterschaft findet statt. Wir sehen uns später. Und auch der Thronfestball. Bei dem die Königin und der König gekrönt werden. An der Ever After High gibt es einige zauberhafte Schüler, denen der Königsschuh passen würde. In diesem Jahr wird die gesamte Abstimmung im Spiegelnetz stattfinden. Ich und Humphrey Dumpty sind dafür zuständig. Lass mich dir doch ein wenig Zeit sparen, kleiner Bruder. Ich bin mir ziemlich sicher, niemand anderer als ich wird König. Ich bin schließlich mehr als bezaubernd. Hey, Raven, ich habe gerade online für die Krönung abgestimmt. Und du hast meine Stimme bekommen. Wirklich? Aber wieso hast du mich gewählt? Ich gewinne doch immer diese Sachen. Und naja, du stehst auch in einer langen Erbschaftsfolge von Königinnen. Danke. Schön, dass wir damit ein neues Kapitel aufschlagen. Ich meine, ich bin die Tochter der bösen Königin und eine Rebel. Aber ich muss ja nicht nur Ärger machen. Raven Queen, bitte melde dich sofort im Büro des Schulleiters. Dürfen wir dir etwas anbieten? Ein Drachenei-Omelett? Nein, vielen Dank. Miss Trollworth, ein Drachenei-Omelett! Also, Miss Queen, wie weit bist du inzwischen mit deinem Festwagen? Er sieht ganz gut aus. Wunderbar, mein Herzchen. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Aber natürlich. Wieso sind Sie eigentlich so nett zu mir? Seit diesem einen Tag, an dem ich damals mein Schicksal nicht unterschreiben wollte, naja, dachte ich immer, Sie würden... Naja, mich als Problem betrachten. Du sollst ein Problem für mich sein? Oh, natürlich nicht. Aber äußerst lustig, dass du den Schicksalstag gerade erwähnst. Wie du weißt, ist der Tag des Thronfestes einer der wenigen Tage im Jahr, bei denen das Buch der Märchen und Sagen aus seinem schützenden Kasten geholt und der Öffentlichkeit gezeigt wird. Und damit ein perfekter Zeitpunkt für dich, die ganze Sache noch einmal zu überdenken und offiziell zu unterschreiben. Tut mir leid, Herr Schulleiter, aber ich habe meine Entscheidung am Schicksalstag getroffen. Ich möchte meinem eigenen Schicksal folgen und nicht nur den Fußstapfen meiner Mutter. Wenn sonst nichts weiter ist, dann gehe ich jetzt. Wünschen Sie das Ei gekocht? Oder gebraten? Sie will anscheinend nicht verstehen. Wir müssen unseren Geschichten folgen, unserem Schicksal. Der Letzte am Herzbaum ist ein Dodo-Ei. Komm schon, kleiner Bruder. Wir werden für immer beste Freunde sein, oder, Milton? Ja, für immer. Endlich das Thronfest. Der Schlüssel. Die Tür ist offen. Bist du soweit? Endlich kann ich meinen Festwagen fertigstellen. Und ich habe es hingekriegt, ohne einer Blume etwas zuleide zu tun. Einer Blume was zuleide tun? Hey, du weißt doch, Pflanzen haben auch Gefühle. Geh ruhig schon. Ich nähe nur noch diesen Rock fertig. Okay, dann sehen wir uns dort. Au, mein Finger! Ich habe ein Stück gekostet und sie ist perfekt. Oh, Fleischliebhaberpizza. Seht ihr? Unsere Märchenprinzen scheinen gerade ihre Strategie für das große Spiel zu besprechen. Ah, ist das nicht süß, wenn sie so heldenhaft auftreten? Niemals werden wir die Beanstalk High im Buchwald schlagen.
Oh, kleiner Bruder, wieso machst du dir immer solche Sorgen? So schwer wird es doch nicht sein, einen mickrigen Haufen kleiner Bohnen zu schlagen. Hm? Auf die Beanstalk High gehen nur Riesen, Derry. Keine Bohnen. Dann stecken wir wohl in Schwierigkeiten, oder? Sie werden uns in den Hintern treten, ja! Hey, Jungs, ich hab überlegt. Vielleicht mache ich ja im Buchballteam mit. Ich bin ziemlich schnell. Oh ja, das aber geht du gut. Bist ein Mädchen, oh! Und, was macht das für einen Unterschied? Tut mir leid, Cerise. Ein Burgfräulein soll gerettet und nicht als Buchballspielerin eingesetzt werden. Tiny. Jungs, ich glaube, ich weiß, wie wir gegen die Riesen gewinnen können. Kommt mal her! Schöner Festwagen, Apple. Der ist ja total abgefahren. Danke, Raven. Das ist der Baum, von dem du mir den vergifteten Apfel... oder von dem du mir vielleicht den vergifteten Apfel... Apple. Oh, schon gut, Raven. Ich weiß, dass du irgendwann zur Vernunft kommst. Zur Vernunft? Ich habe es dir doch jetzt schon versucht, auf jede erdenkliche Weise zu erklären. Ich möchte unbedingt meinem eigenen Schicksal folgen. Und ganz ehrlich, was das Thema betrifft, bist du ziemlich egoistisch. Du findest, ich bin egoistisch? Genau. Alles, was dich interessiert, ist dein Glücklich bis ans Lebensende. Weißt du, nur weil du dein Schicksal nicht annehmen willst, platzen alle Märchen vielleicht mit einem Puff. Wir alle zerplatzen vielleicht mit einem Puff. Ja, ist aber noch nicht geschehen. Noch nicht. Raven, ich will ja nicht, dass du meinetwegen unterzeichnest. Ich wünsche mir, dass du unterschreibst, damit den Leuten, die ich gern habe, nichts Böses widerfährt. Damit meine ich auch dich. Und wenn du mich fragst, bist du diejenige, die egoistisch ist? Briar? Briar! Steh auf! Oh nein! Wie lange habe ich denn geschlafen? Naja, du hast den Bau der Festwagen verschlafen. Oh nein, das ist doch eine der besten Partys des Jahres. Ist schon okay. Ist ja nichts als... Nein, es ist nicht okay. Wird es sich so anfühlen, wenn ich für 100 Jahre einschlafen werde? Werde ich eine Menge Spaß verpassen? Und was ist mit meinen Freunden? Du hast doch immer gewusst, dass das irgendwann passieren wird. Das ist eben dein Schicksal als das nächste Dornröschen. Ich weiß. Aber jetzt fühlt es sich irgendwie so unwirklich an. Naja, noch hast du nicht im Buch der Märchen und Sagen unterschrieben. Aislinn! Hör zu, Briar, du wärst hier nicht die erste Person, die ihr Schicksal in Frage stellt. Ich meine, ich habe unterzeichnet und ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Wer weiß, was mit Hunter und mir noch passieren wird. Dann willst du mich etwa überreden, nicht zu unterschreiben? Ich soll rebellieren? Ich sage, dass du dich entscheiden kannst. War es vielleicht die falsche Entscheidung? Hey, oh. Wer hat den geworfen? Sehr gut. Das ist weit genug. Und nun seid ihr in der glücklichen Lage, ein einzigartiges Gebäude hier an der Schule zu entdecken. Es nennt sich der Saal des Vermächtnisses. Madame Jäger, wo ist er denn? Na ja, ihr werdet schon sehen. Der Saal des Vermächtnisses ist eine magische Konstruktion. Er erscheint nur zum Thronfest. Oh. Wow. Oh. Wow. Wow. Der Saal des Vermächtnisses ist denen gewidmet, die vor euch da waren. Euren Eltern, den ehemaligen der Ever After High. Würden sich jetzt bitte alle Schüler um das Buch der Märchen und Sagen versammeln? Ich würde euch gern von der Herrlichkeit des Thronfests erzählen. Als eure Eltern Schüler waren, bekamen sie die Gelegenheit, Geschenke für ihre Kinder zu hinterlassen, die diese Schule möglicherweise einmal besuchen würden. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Ja! Oh, Laufschuhe! Jetzt werden mich diese Bären niemals fangen können. Danke, Mom. Oh, Wahnsinn, ein Picknickkorb mit einem elektronischen Spiegelschloss. Haarbürsten? Wir haben doch schon ungefähr 1 Million von denen. Oh. Abgefahren. Ein super weiches Nackenkissen zum Schlafen. Hurra.
Eine Brille? Das verstehe ich nicht. Wieso hat mein Vater... Moment mal. Ich kann schließlich nicht lügen und diese Brille ebenfalls nicht. Es ist eine Wahrheitsbrille. Naja, wie auch immer. Wahrscheinlich funktioniert sie gar nicht. Ha, sie verrät mir die Wahrheit über dein Kleid. Das ist nämlich gar kein echtes Hans Christian Dior, so wie du es allen hier erzählt hast. Ei. Ei. Was hast du erhalten, Raven? Eine Münze. Der Wunschbrunnen? Ihr? Und so wird's gemacht. Als Royal Team Captain und zukünftige Herzkönigin erteile ich euch den Befehl, diese Rebels zu schlagen. Aber wir haben es versucht und sind leider nicht besonders gut. Lizzie, wieso hältst du uns nicht eine richtig königliche Motivationsrede? Okay, spielt besser, oder? Ab mit eurem Kopf! Und Briar, ab mit deinem Kopf! Und Blondie, ab mit... Das ist sowas von nicht genau richtig. Wir hören auf. Ja, ich auch. Dann, Lizzie. Na schön. Hunter, dein Lieblingsessen. Veggie-Burger mit Ohr? Oh. Hä? Lizzie, weißt du, wenn du mehr Freunde finden willst, solltest du vielleicht aufhören, immer so... Entschuldigung, brauchst du noch das Salz? Nein! Weg mit dem Salz! Lizzie... Wieso musst du ständig so schreien? Weil meine Mutter sagt, dass es der einzige Weg ist, über seine Untertanen zu herrschen. Wir sind aber nicht deine Untertanen, sondern deine Freunde. Hey, wann hast du mit deiner Mom gesprochen? Sie hat mir vorher für jeden Tag im gesamten Schuljahr einen Stapel Karten gegeben. Regiere auf meine Art. Ich behalte dich im Auge. Lizzie, eine Royal zu sein, bedeutet nicht unbedingt zu befolgen, was unsere Eltern sagen. Also ich denke, die Einzelheiten bleiben uns überlassen. Meine Mutter hat mir aufgetragen, ihre Worte zu befolgen. Aber sie hat nicht gesagt, in welcher Reihenfolge. Wahre Freunde, keine Untertanen. Ich werde auf meine Art regieren. Oh, hey Mädels. Tja, ich glaube, ich habe euch gegenüber vorhin überreagiert. Könnt ihr mir verzeihen? Aber natürlich. Nimm dir einen Schläger und dann zeigen wir diesen Rebels, wer die Besseren sind. Ab mit ihren Köpfen. Der See ist ja vollständig zugeschleimt. Wo kommt der Schleim denn nur her? Das muss ich mir mal genauer ansehen. In der Moorhöhle gibt's ein zauberhaftes Angebot. Moorfleisch, als wär's von Muttern gekocht. Entschuldigung, aber was ist das? Das? Naja, also das hier ist das absolut hexakulärste Restaurant, das es im ganzen Moor gibt. Schön, aber Sie leiten ja Abwasser in meinen See. Abwasser? Ist nun mal der Preis für gute Geschäfte, kleiner Schwan. Raven, etwas Schreckliches ist passiert. Du musst einen deiner bösen Flüche... Ja, Jess, du willst, dass ich dir nochmal helfe, nachdem du das Einhorn dazu gebracht hast, uns alle in Untierpflege zu pieksen? So hat Pieks Sparkles doch gar nicht. Also, Dex, kannst du mir bitte dringend helfen? Nachdem ihr mir beide meine Brille in einen Doppelsichtzaubertrank geworfen habt? Ach, komm schon, was soll's? Das war lustig. Duchess! Ashlyn, mein See ist in Gefahr. Gut, ich hole Hunter. Toll, ich dachte erst, wieso soll ich Ashlyn denn überhaupt fragen? Komm her! Das war die letzte Eichel, die du je geworfen hast. Und Aufnahme. Nachdem Videoaufzeichnungen über die unhygienischen Zustände in der Küche der Moorhöhle aufgetaucht sind, haben die Gesundheitsbeauftragten von Buchend entdeckt, dass der Moorkönig sein Fett illegal in den nahegelegenen verzauberten See abgelassen hat. Und wer hat das aufgedeckt? Das war ich. Ich habe den See gerettet, und zwar ich allein. Duchess Swan, merkt euch den Namen, Leute. Wie, echt jetzt? Als ob ihr das nicht hättet kommen sehen. Cerise Hood war in glänzender Stimmung. Nicht einmal ein kurzsichtiger Prinz konnte sie heute verärgern. Sie ließ sogar zu, dass sich die drei Ziegenböcke im Schülercafé vordrängelten. Und sie gestattete Raven Queen sogar, ihr Spiegelphone zu reparieren. Keine Sorge, Raven. Wow, warte. Ich glaube, ich habe dich noch nie so glücklich wie heute gesehen.
Meine Eltern und ich machen heute Nachmittag nach dem Unterricht ein Picknick im Zauberwald. Das ist fantastisch. Hoffentlich sieht dich nur niemand. Pass auf, nicht, dass dein gut gehütetes Geheimnis auffliegt. Hi, Mr. Böser Wolf. Geh mir aus dem Weg. Ich finde das nicht richtig, auch wenn er unser Lehrer ist. Er hält sich für so wahnsinnig groß und böse. Hunter ist doch gut. Ich bin als Jäger verpflichtet, jedes hilflose Burgfräulein zu beschützen. Ja, womit habe ich euch denn jetzt beleidigt? Mit Burgfräulein oder hilflos? Cerise! Nein, wie groß du geworden bist. Lass sie los, du elendige Bestie. Elendig? Du wirst das hübsche, aber nicht hilflose Rotkäppchen nicht erschrecken. Das ist der große, böse Wolf. Rette uns, Hunter. Oh ja, rette uns. Oh, tu mir nicht weh, du heldenhafter Jägersmann. Das Untier wurde von mir verjagt. Danke, du bist der Beste. Das ist nichts Besonderes für einen Jäger. Und was jetzt? Ist er weg? Oh ja. Gibt es auch diesen köstlichen Kartoffelspecksalat? Oh, ich liebe ihn. Und ich liebe euch. Das kann nicht dein Ernst sein. Es sind definitiv mehr Rebels an der Ever After High als Royals. Willst du wetten? Was ist mit Applewhite? Sie hält die königliche Tradition aufrecht und ist jederzeit die schönste von allen. Sicher? Aber Rebel Raven Queen schreibt zufällig ihr Schicksal selbst neu. Aber Briar ist durch und durch eine Royal. Cerise Hood? Totale Rebel. Blondie Locks, Ashlyn Ella. Cedar Wood, Hunter Hunt. Holly O'Hare. Poppy O'Hare. Entschuldigung, hier unten, ich bin's. Ja, was sagt ihr zu Kitty Cheshire? Wo gehört sie denn hin? Kitty? Naja, sie ist doch ganz offensichtlich eine Rebel. Kitty Cheshire ist eine Royal. Lass uns doch Kitty einfach beobachten, ja? Und wir werden feststellen, dass sie eine Rebel ist. Royal. Das ist Kitty im Royal Crockett Team. Ich habe recht. Aber alles durcheinander zu bringen, ist ziemlich rebellisch. Nun, da trinkt sie Tee mit Duchess Swan, die eine Royal ist. In Madeline Hatters sehr rebellischem Teeladen des verrückten Hutmachers. Und sieh mal, nur ein Rebel würde so einen Tumult im Unterricht veranstalten. Mit ihren spitzbübischen Ideen folgt Kitty ihrer Geschichte. Was alle guten Royals tun. Hey, Kitty! Darf ich dich mal was fragen? Tja, die Erzähler haben dich beobachtet. Und jetzt wollen sie wissen, ob ich eine Royal oder eine Rebel bin. Sie wusste es. Ach, unfair. Gar nicht cool. Ich würde es ihnen ja sagen, aber naja, wo bleibt der Spaß dabei? Chaos, das lässt die Leute im Ungewissen und das bringt das Kätzchen zum Schnurren. Und jetzt, Katzennickerchen. Ich bin verwirrt. Gibt es mehr Rebels oder mehr Royals? Hey, da ist Duchess Swan. Super Royal. Ach ja? Und was ist mit Madeline Hatter höchstpersönlich? Rebellischer als sie kann man nicht sein. Habe ich recht oder habe ich recht? Ich habe recht. Dreiecksbeziehungen an der Ever After High sind recht... Schwierig. Ja, schwierig. Raven, dein Laborpartner für die Aufgabe diese Woche ist Sarah Hood. Perfekt. Du machst die Arbeit und ich kann Rock'n'Roll! Exzellent. Und Cupid, du arbeitest mit Dexter zusammen. Ja, ich meine, du bist so schlau, weißt du. Er ist so schlau, sagt man jedenfalls. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Hey Cupid, was gibt's denn? Hi, Raven. Ich wollte dir etwas wirklich Wichtiges über Dexter erzählen. Was im Königreich? Oh, es ist gar nichts Schlimmes. Raya, was ist passiert? Ich habe mal Drachenreiten ausprobiert. Gut, dass ich meinen Fallschirm dabei hatte. Ich würde gern meinen Laborpartner mit dir tauschen, weil Dexter so verknallt ist in dich. Hey, Cupid. Wird nicht lang dauern. Ich habe Raven angerufen und ihr gesagt, dass du... Nein! Nein, es ist okay. Raven hat sich richtig gefreut. Wow, das war aber ganz schön knapp. Du und Raven, ihr passt großartig zueinander. Ich weiß es tief in meinem Herzen.
Hey, Cupid. Was wolltest du mir gestern eigentlich erzählen? Ist das nicht schön, dass wir alles miteinander klären konnten? Nun, dann macht euch an die Arbeit. So ein Zaubertrank braucht sich ja nicht von allein. Cupid, der Hammer. Du kannst deinen Liebestrank brauen. Wow, wow. Und so sieht es aus, als würde diese Dreiecksbeziehung erstmal nicht so schnell ein Ende finden. Wahrscheinlich bleibt sie für immer und ewig. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.